Einen wunderschönen guten Tag hier bei der letzten Instanz der ungeschnittenen Eloquenz auf YouTube. Ihr seht, ich bin in diesem wundervollen, bunten Setting von Robin redet. Bisschen provisorisch, aber es erfüllt seinen Zweck. Und ich habe auch noch keinen besseren Titel für, einen Namen für dieses Format, aber Alliterationen sind der Shit, also lasse ich das wahrscheinlich auch erstmal so. Nostra Blava noch eine Variante. Aber egal, kommen wir zum Thema. Ich bekomme sehr viele Nachrichten von wegen, ja, Selbstvertrauen, wie macht ihr die Sachen, die ihr macht und so weiter. Und das ist immer wieder inspirierend, um da vielleicht mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Ich persönlich habe jetzt nicht so Bock, hier zum New Age Messias Lifestyle-Guru aufzusteigen oder so. Aber ich denke, den einen oder anderen Gedanken kann ich vielleicht mit auf den Weg geben. Ich plane auch, auf dem Hauptkanal ein Video zu machen über dieses ganze Konzept von Fremdscham und so. Und wir sind da ja scheinbar ein bisschen gefeit vor. Deswegen denke ich, dass ich da auch ein paar hilfreiche Worte für den einen oder anderen verlieren kann. Außerdem gehen mir diese Kommentare von wegen, oh, Fremdscham, ein bisschen auf den Sack. Aber mehr dazu auf dem Hauptkanal. Hier geht es heute eher mal darum, über Dinge, die einem passieren, wo man erst mal sagt, ja, Bullshit oder so. Aber im Endeffekt vielleicht zu was Gutem führen. Das ist ein Gedanke, der mir sehr hilft und auch immer geholfen hat. Also jetzt denke ich da jetzt nicht mal so aktiv drüber nach, aber an sich ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Fangen wir vielleicht mal bei kleinen Sachen an, die nicht irgendwie so dramatisch sind. Ich finde einfach die Vorstellung faszinierend, so kleine Momente, wie zum Beispiel, dass ich in der 7. Klasse habe ich Kalle rein zufällig kennengelernt, weil ich mich spontan entschieden habe, einen Capoeira-Kurs zu machen. Eine Woche lang ging das, in der Schule halt. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und hätte ich das nicht getan, wer weiß, vielleicht wäre dann heute das alles ganz anders. Oder, gut, das ist vielleicht nicht ganz legal, aber ich habe vielleicht mal ein bisschen was gemopst. Das war das Kostüm vom Ninja. Und hätte ich das nicht gemacht. Oder hätte ich nicht dieses scheiß Tutorial von irgendeiner amerikanischen YouTuberin gesehen, wie man sich aus einem T-Shirt ein Ninja-Kostüm quasi basteln kann. Vielleicht wäre dann der Kanal nie so gewesen wie, also vielleicht würde ich da heute dann noch Gameplay machen. Und alles wäre ganz anders. Das ist für mich erstmal eine faszinierende Vorstellung. Auch Leute, die man zufällig kennenlernt oder kleine Momente, also zum Beispiel, dass ich, als wir mal 2013 oder 12, sorry, in Berlin waren und ich relativ spontan geschrieben habe auf Facebook, yo, hier, wir sind in Berlin, kommt zum Alex, wir sind unterwegs, bla, ihr könnt uns treffen, wenn ihr wollt. So. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich den lieben Dion zum Beispiel nie kennengelernt, der jetzt sehr viel Zeit mit uns verbringt und mein kleiner Lustknappe geworden ist. Das sind einfach faszinierende Vorstellungen. So. Auch Fun Fact nochmal, Gamescom 2013, Sexismus-Skandal und so. Andere Leute, die ihr vielleicht schon gesehen habt, Heinrich und Peter. Peter wird wahrscheinlich auf dem Hauptkanal auch vorkommen. Er ist ja ein Spastiker und das ist auch ein guter Aufhänger für ein Video. Die beiden hätte ich auch nicht kennengelernt oder nur flüchtig vielleicht, keine Ahnung, hätte ich nicht auf der Gamescom vor dem Laden gefragt, hey, hat zufällig, ich hab rumgebrüllt, okay, hat zufällig jemand Kaugummi, weil ich ja in dem Intro so Kaugummi kaue, um besonders asozial zu wirken und um diesen Spruch mit Duke Nukem zu parodieren. Wie auch immer, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich diese Jungs nicht kennengelernt und die haben jetzt auch einen großen Stellenwert in meinem Leben. Ja, also das ist eine faszinierende Vorstellung oder Gedanke. Und dahingehend passieren ja dem einen oder anderen richtig beschissene Momente einfach. Aber wenn man sich überlegt, dass, und es ist einfach so, auch wenn man ganz tief unten ist, wird man das wahrscheinlich nicht so wahrnehmen. Aber im Endeffekt ist es so, dass solche negativen Momente irgendwann durch eine Verkettung von Zufällen, durch Gegebenheiten, durch Situationen dann zu irgendwas führen, was Positives ist. Und jetzt vielleicht auch ein Beispiel von mir. Ich habe da jetzt eine Weile drüber nachgedacht und danach gesucht, weil letztes Jahr, und das habe ich ja auch schon öfter in Videos angesprochen, war jetzt nicht so das beste Jahr für mich. Da sind viele Sachen passiert, die einfach scheiße waren. Aber im Endeffekt haben sie für mich jetzt definitiv zu guten Sachen geführt. Und wenn man sich das so ein bisschen zurechtbiegt, muss ich zugeben, aber wenn man sich sagt, ja okay, das ist gerade hier richtiger Abfuck, aber irgendwann wird es mir definitiv gut gehen. Jetzt kriege ich einen Anruf rein. Bullshit, ich gehe nicht dran. Irgendwann wird es mir definitiv gut gehen. Ja, so viel zur ungeschnittenen Eloquenz. Jetzt bin ich nämlich raus. Irgendwann wird es mir definitiv gut gehen und deswegen ist es das wert, sozusagen, diese Scheiße jetzt gerade zu erleben. Auch wenn das vielleicht nicht direkt miteinander zusammenhängt, aber alles, was einem passiert, bringt einen letztendlich zu einem Punkt, wo es einem gut geht, wenn man vielleicht ganz viel Geduld hat.
Ich bin in meinem Umfeld sehr viel mit Leuten durchaus mal konfrontiert oder konfrontiert gewesen, denen es nicht gut geht, und das ist auf jeden Fall keine coole Sache. Schön, dass es hier nebenher noch aufnimmt. Und ich kriege auch immer wieder Nachrichten von euch. Also vielleicht ist das schon mal ein Ansatz, der irgendwie helfen kann. Das ist jetzt natürlich nur eine kleine Sache. Ich habe da noch viel loszuwerden, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren darauf eingehen. Aber vielleicht habt ihr ja da eigene Erfahrungen gemacht oder so. Vielleicht seht ihr das ja ähnlich. Auch wenn einem Bullshit passiert, im Endeffekt, was weiß ich, ganz hartes Beispiel, in Syrien oder so wird jemand vertrieben, weil es da einfach richtig Abfuck gerade ist, und der kommt nach Deutschland oder irgendwo anders hin oder geht ins Nachbarland, ist egal. Lasst uns keine Flüchtlingsdiskussion draus machen. Es passieren ihm mega beschissene Sachen, aber irgendwann kommt er an einen Punkt oder sie, wo es ihm gut geht. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein Extrembeispiel, aber um es zu verdeutlichen. Wäre dann diese Scheiße da nicht passiert, hätte er dann vielleicht da ein durchschnittliches Leben oder so geführt, aber dadurch hat er irgendwie eine andere Möglichkeit oder es hat sich so ergeben und es ist alles super gut, kann ja sein. Das ist so mein Gedanke dafür. Ich finde es faszinierend, ich finde es schön, mir geht's gut, und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, wie gesagt, sagt gerne, wenn ihr irgendwie irgendwas vertiefen wollen würdet. Ich bin dafür offen, ist ja ein super Format, ich setze mich hier hin und laber kurz, Aufwand gleich null. Aber ich denke, es kann dem einen oder anderen helfen. Und auf jeden Fall, ich kann vielleicht nicht immer allen sofort antworten, aber bisweilen kriege ich schon echt krasse Nachrichten, solche Texte, besonders auch nach dem Depressionsvideo Ende letztes Jahr. Ich weiß das sehr zu schätzen, und wenn das durch dieses Video so kommt, dass es einem von euch in irgendeiner Form besser geht, dann ist das ja cool. Ich bin jetzt nicht ganz an meiner 10-Minuten-Grenze, aber muss ja auch nicht. Ich würde jetzt das an dieser Stelle beenden und freue mich auf eure Kommentare. Wenn ich irgendwas vertiefen soll, sagt mir Bescheid. Auf Wiedersehen. Passt aufeinander auf, passt auf dich selber auf.